Teppich eingebracht hat. Einen echten, dicken Wollteppich tragen diese skurril aussehenden Schafe, die sich über Jahre unentdeckt im Hochland herumgetrieben haben. Die Wolle der Merino-Schafe bricht nicht und wächst unbegrenzt weiter, wenn sie nicht regelmäßig geschoren wird. Die Tiere sind vor Jahren aus Mike Lindsays Herde ausgebüxt. Ich wusste seit ein, zwei Jahren, dass sie da draußen sind. Aber ich selbst habe sie nie gesehen. Wir hatten uns schon gefragt, ob sie sowas wie der Himalaya-Yeti sind. Nie waren sie da, wo ich sie gesucht habe. Ich bin noch immer verblüfft, wie viel Wolle sie tragen. Wir alle sind gespannt, wie viel es wirklich ist. Ich hoffe, es sind mehr als 30 Kilo. Wir werden es heute Abend herausfinden. 30 Kilo wären im schafbegeisterten Neuseeland eine echte Sensation. Heute Abend könnten Mikes Yeti-Schafe den Weltrekord holen. Profi-Schafscherer Peter Cassidy ist bereits angereist. These sheep tonight.